Hey zusammen, es ist wieder soweit, die Zeit der Adventskalender ist da und wir schauen uns heute mal zusammen an, was denn alles so im neuen Essie Adventskalender drin steckt. Ist ein Lack in Originalgröße und zwar ist das die Nummer 949 Tuck It In My Tux. Ich finde, es ist ein schöner weißer Nagellack. Er ist jetzt nicht zu grell, also zu weiß, sodass es wie Deckweiß aussieht, sondern ich finde, er hat eine wirklich schöne Farbe und ist relativ zeitlos, also man kann ihn eigentlich immer tragen. In Türchen Nummer 2 ist ein Lack in einer kleineren Größe und zwar 5 ml Strong Start, kann als Unterlack und auch als Nagelhärter benutzt werden. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 3, das ist die Nummer 789, ist auch wieder eine kleinere Größe, also so eine Reisegröße. Der Lack heißt Win Me Over und ich finde, es ist ein ganz schönes gedecktes Grün, kann man eigentlich ganz gut so im Herbst, Winter tragen, nicht zu grell, nicht zu auffällig und passt zu vielem. Nummer 4 ist auch wieder ein Lack mit 5 ml, die Nummer 101 Ladylike und ich finde, der Name passt auch ganz gut. Es ist einfach ein schön klassischer Nagellack, den man eigentlich zu allem tragen kann und der auch relativ zeitlos ist. In Tür Nummer 5 ist jetzt mal wieder ein Lack in Originalgröße drin und zwar die Nummer 952 Around the Bend. Finde ich, ist auch ein schöner Lack in einem zarten Pastell-Rosé-Ton. Ich finde, den kann man auch ganz gut im Sommer auf die Fußnägel auftragen. Sieht mit Sicherheit auch ganz gut aus. Hinter Tür Nummer 6 ist auch wieder ein Lack in Originalgröße und zwar ist das ein Überlack, der Matte Top Coat. Ich finde den super schön, weil er wirklich jeden Nagellack in einen matten Lack verwandelt und ich finde, das hat irgendwie sowas ja, ganz Besonderes, so ein bisschen was Zeitloses. Also gefällt mir wirklich super gut und kann man mit jedem farbigen Nagellack verwenden. Nummer 7 ist ein kleiner Lack mit der Nummer 88, der heißt Licorice, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist ein sehr, sehr dunkler Lack, schwarz, aber ich finde nicht so ganz tiefschwarz, also ich hatte schon so richtig, richtig tiefschwarze Nagellacke und ich finde, der ist nicht ganz so extrem, also sieht jetzt nicht ganz so düster aus. Passend zu den ganzen Lacken, die wir jetzt gesehen haben, verbirgt sich hinter Türchen Nummer 8 ein Nagellackentferner in der Größe 25 ml. Hinter der nächsten Tür ist wieder ein Lack in Originalgröße, die Nummer 948 Ripple Reflect. Finde ich auch wie bei diesem pastelligen, rosafarbenen Lack auch wieder sehr, sehr schön, um ihn zum Beispiel im Frühjahr oder im Sommer auch auf den Zehennägeln zu tragen. Hinter Tür Nummer 10 ist wieder ein kleiner Lack, die Nummer 49 Wicked. Ein ganz, ganz dunkelroter Lack. Auch wieder was Zeitloses, was man eigentlich immer und auch zu allem tragen kann. Tür Nummer 11 hat ein Überlack mit drin und zwar ist das Stay Longer, auch wieder der kleinen praktischen 5 ml Größe. Jetzt kommt mal eine knallige Farbe und zwar ist das die Nummer 857 Pencil Me In. Finde ich ein sehr, sehr schönes Rosa, kann man eigentlich fast gar nicht mehr sagen. Ich würde eher schon sagen Pink. Also ich stehe tatsächlich auf so grelle Pinktöne. Mag ich total. Finde ich super zu schlichten Outfits, wenn ich jetzt was Weißes oder was Schwarzes oder einfach nur Jeans anziehe. Finde ich das einfach richtig schön, einfach ein bisschen was Grelleres, Auffälligeres auf den Nägeln zu haben. Weiter geht's wieder mit einem Lack in Originalgröße und zwar die Nummer 947 Check Your Baggage. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Lack, den ich mir so niemals ausgesucht hätte von der Farbe her. Aber ich finde, jetzt aufgetragen auf dem Fingernagel sieht die Farbe auch wirklich gut aus. Hinter Tür Nummer 14 ist auch wieder ein Lack, die Nummer 718 Suits You Swell. Was bedeutet, steht dir gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, mir steht der Lack nicht so gut, aber mir stehen auch einfach nicht so diese lilafarbenen Töne. Passt irgendwie nicht so richtig, finde ich, zu mir. An sich ein schöner Lack, deckt sehr, sehr gut, auch schon beim ersten Auftrag, aber wie gesagt, jetzt nicht so ganz meine Farbe. Hinter Türchen Nummer 15 ist Aprikosenöl drin in 5 ml. Perfekt zur Pflege der Nagelhaut und auch für trockene Nägel, gerade wenn man die Nägel öfter mal lackiert.
Der nächste Lack hat auch wieder die Größe 5 ml und hat die Nummer 219. Bikini Su Teeny ist ein blauer Nagellack, auch wieder ein intensives, grelleres Blau. Ich weiß nicht, ob man es auf den Videoaufnahmen so gut erkennen kann, aber in dem Nagellack sind auch noch so ein paar kleine Schimmerpartikelchen mit drin. Nummer 17, wieder ein Lack in Originalgröße, die Nummer 951, Gossip and Spill. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich muss sagen, ich mag jetzt nicht so diese schimmernden, metallicfarbenen Nagellacke. War irgendwie noch nie meins. Die Farbe an sich ist ganz schön, dieses Rot, aber wie gesagt, mit Schimmer oder Metallic kann man mich tatsächlich nicht so haben. Hinter der nächsten Tür ist die Nummer 40, das ist Fairy Taylor. Wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Lack, also wirklich ein ganz dezentes Rosé, so ein bisschen was Milchiges hat der Lack. Also ich finde, sieht super schön aus, wenn man einfach ein bisschen was Dezentes tragen möchte und die Nägel sehen einfach gleich total gepflegt aus damit. Weiter geht's mit dem nächsten Türchen, ein kleiner Lack mit der Nummer 824, Frilly Lilies, was die sich auch immer für Namen ausdenken. Ein orangefarbener Nagellack, aber ein helles Orange, wieder so eine pastellige Farbe, also wieder ganz schön, so wie dieses Blau und das Rosé, super für Frühjahr und Sommer. Hinterm nächsten Türchen ist wieder ein großer Lack, das ist die Nummer 950, Silvu Play. Ist ein ganz, ganz intensiver Metallic-Lack, wie man hier sehen kann. Ich habe ja vorher gesagt, ich mag Schimmer und Metallic eigentlich nicht so sehr, aber als ich den aufgetragen habe, dachte ich so, okay, krass, der ist ja so richtig, richtig metallisch. Also es sieht wieder richtig gut aus, finde ich, weil es wieder so extrem ist und so auffällig, dass es mir komischerweise irgendwie wieder gefällt. Es kommen jetzt noch insgesamt 4 Türchen und dann haben wir es geschafft. Ich mache weiter mit Türchen Nummer 21. Dahinter ist wieder ein Nagelhärter in der Größe 5 ml und zwar der Hard to Resist Advanced. Ich habe auch auf der Homepage von Essie nachgeschaut. Es gibt mehrere Nagelhärter und der Advanced ist wohl besonders intensiv für sehr brüchige Nägel, damit die wieder gesund und kräftig werden. Hinter Tür Nummer 22 ist ein Lack wieder in 5 ml. Off Tropic heißt der und hat die Nummer 399. Finde ich eine ganz, ganz tolle Farbe. Hätte ich mir, glaube ich, auch niemals gekauft, hätte ich sie im Laden gesehen. Aber aufgetragen sieht es wirklich super aus. Ein ganz dunkles Grün, geht fast schon so ins Grün-Schwarze. Finde ich, sieht super, super edel aus und lässt sich mit vielem kombinieren. Hinter Türchen Nummer 23, auch wieder ein kleiner Lack, hat die Nummer 64, Fifth Avenue. Finde ich, ist ein auch total zeitloser Lack. Diese rote Farbe, also gerade dieses Rot, was so leicht ins Orangene geht, gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ist also wirklich ein Klassiker. Von diesem Klassiker haben wir jetzt die kleine Größe und können sie auch wieder super zu allem Möglichen kombinieren. Kommen wir zum letzten Türchen, Türchen Nummer 24. Hier ist ein Effektfilter mit drin. 460 Iced Out Filter. Hat mir tatsächlich überhaupt gar nichts gesagt. Ich musste erstmal auf der Homepage nachschauen, was es überhaupt ist. Also es ist ein schnell trocknender Lack, der einen Effekt erzeugt. Also ich habe es jetzt einfach mal solo aufgetragen auf den Nagel, damit man sieht, wie er rauskommt. Hat so diesen leichten Schimmereffekt und man kann ihn aber auch mit jedem anderen farbigen Nagellack kombinieren. Also als letzte Schicht auftragen, dann bekommt dieser farbige Lack auch den Schimmereffekt. Das waren jetzt alle 24 Türchen aus dem diesjährigen Essie Adventskalender. Der Kalender kostet knapp 60 Euro und ich muss zugeben, ist natürlich nicht ganz billig. Am Anfang habe ich auch ein bisschen geschluckt und habe gedacht, okay, 60 Euro ist schon ganz schön viel. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, was da drin ist, und es sind ja wirklich fast ausschließlich Lacke, also es ist ein Nagellackentferner drin und ein Nagel- und Nagelhautöl und das war's. Sonst sind Lacke drin und ich finde, dass der Inhalt den Preis des Kalenders natürlich um einiges übersteigt. Von dem her lohnt sich der Preis von 60 Euro, finde ich, auf jeden Fall. Wenn ihr auch einen Essie Adventskalender kaufen wollt, dann guckt doch unter dem Video einfach mal in die Infobox rein. Da habe ich euch den diesjährigen Kalender nämlich verlinkt. Und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr den Kalender so findet. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss.